Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part habe ich leider ein bisschen gefailt bei einem echt coolen Widerspruch, den ich nicht sofort gefunden habe. Ich habe nur noch 2 Lebenspunkte, mal gucken, ob ich das noch durchhalten werde. Auf jeden Fall habe ich aber auch eine ziemlich krasse Theorie aufgestellt, die, glaube ich, schon stimmen könnte. Die hört sich ziemlich logisch an, dass nämlich er hier, Anonymous, in Wahrheit That's a Rebel ist, der Gefängnisausbrecher, dass er von oben vom Gefängnis mit diesen Flaggen, die er sich zusammengenäht hat, als Fallschirm runtergesprungen ist und dass er so am inneren Heiligtum am Tatort gelandet ist. Mal gucken, ob ich damit recht behalte. Das dürften wir in diesem Part herausfinden, wie er da hingekommen ist. Schauen wir einfach mal. Er behauptet ja, dass er sowieso nie beim inneren Heiligtum war. Das glaube ich ihm nicht, aber behauptet er auf jeden Fall. Okay, so, hold it. Are you sure you weren't there? All I'm sure of is that you're deeply skeptical. Hey, Mr. Prosecutor, are all lawyers always like this? Most certainly. They always try to pin crimes on innocent witnesses without any proof whatsoever. They are no better than bacteria or viruses. Viruses, vor allem in der aktuellen Zeit. Yikes, you mean he's contagious? He's gonna give me lawyeritis! Okay, this is getting ridiculous. Phew, that was a close one. He almost put me there at the scene of the crime when I wasn't even there. That much I'm sure of, even with the fuzzy memory. So viel ist sicher, dass ich nicht am Tatort war, obwohl ich mein Gedächtnis verloren habe, aber das weiß er noch. Hold it. Ja, glaube ich dir aber trotzdem nicht. You just said your memory was fuzzy. I sure did. What's the big deal? I tell you what. Your testimony isn't very credible if your memory of the events is fuzzy. Oh, no worries there. My memory may be fuzzy, but I'm very clear on one thing. Here we go again. If you ask me whether or not I remember what I did that night, I'd say I do. In short, you are confident that your testimony is true. Is that correct, Mr. Emus? Exactly. Guess I don't get to be a judge for nothing. So in closing, I can clearly say that I was totally not there. So, jetzt kommt die interessante Aussage. Außerdem, es wäre sowieso unmöglich, dahin zu kommen zum Tatort. Ja, ich glaube eben schon, dass es geht. Aber wir stressen mal. I wonder if it really was impossible for you to get to the inner sanctum. If you have something to say, just say it. Couldn't there have been another way to get there? A way that wouldn't attract attention? No, there isn't. Which means there is. Perhaps the defense would share its theory with us. Don't even have a wild guess, let alone a theory, though. Time to reach into my bag of bluffs. To reach the inner sanctum without attracting any attention, he climbed up the cliff. He came from the plaza. He fell from the sky. Hätte ich mir sogar eigentlich denken können, dass ich hier beim Angreifen schon weiterkomme. Ich hätte sogar zuerst noch die vierte Aussage angreifen können. Aber es kann auch sein, dass einfach dann gleich eine neue hinzukommt. Sorry, ich muss mal da am Anfang besetzen. Ich vergesse es immer, ich erzähle schon immer. Auf jeden Fall, um das innere Heiligtum zu erreichen, ohne irgendwelche Aufmerksamkeit zu erregen, hat ihr oder könnte ihr die Klippen hochgeklettert sein, vom Plaza gekommen sein oder aus dem Himmel gefallen sein. Maybe you fell from the sky. The lawyers think he's a comedian now. I was wondering what crazy theory you would propose next. Well, defense, let's hear it. Mr. Emus could've, parachuted down. We already know the weather was clear and there was no window to speak of. Perfect weather for skydiving, I'd say. Now that you have been back into a corner, your delusions grow ever more delusional. The inner sanctum is on a tiny ledge upon a sheer cliff over 2,000 meters tall. One misstep and a skydiver would soon find himself in the twilight realm. Ja. Aber der Gefängnisausbrecher war ja auch Fallschirmjäger. Der konnte das also. Yeah, I don't care how still the wind was, even I couldn't have made that jump. Wait. What's this building on top of the sacred mountain? That is Royal Penitentiary Number 4. Alright. Princess Rafer mentioned there was a prison up there. Phoenix, macht's Klick? How do you get your prisoners up there anyway?
by helicopter, but only with authorization from the Minister of Justice. He is the only one who can approve flights that pass over the Inner Sanctum. Ah, es wurde geupdatet. Okay. Oder es wurde jetzt wahrscheinlich rausgezoomt, der Text war derselbe. Weil das Gefängnis war davor ja nicht zu sehen. Aber jetzt dann rausgezoomt. Oder ich habe ein Bild 2 bekommen, genau. Aber da oben ist dann eben das Gefängnis. Ja, okay. Might I also add, Defense, that no parachute or any other equipment necessary for skydiving have been found. Wirklich? Are you saying I flew down there by flapping my arms? I may be an incredible dude, but even I'm not capable of that. Well, please add that statement to your testimony, Mr. Emus. It's not like I can fly through the air either. Was ist das für eine komische Aussage? Es ist auch nicht so, dass ich jetzt durch die Luft fliegen könnte oder so. Aber ich greife mal erstmal noch die letzte an, weil die hinzugefügte ist ja... Das ist nämlich eh eine Quatschaussage. Oh, ihr Anwälte seid wirklich angsteinflößend. Hold it! Now hold on, lawyers aren't scary. But you're saying I was at the Inner Sanctum when I wasn't. Anyone who tried to frame an innocent man like that is scary in my book. Oh. Lawyers are scary! Lawyers are scary! It's a setup! It's definitely a setup! I'm not trying to set anyone up. I'm going to provide evidence and explain exactly how it was done. The gallery speaks true. They know the depth of a lawyer's sin and the poverty of his virtue. There may be some bad apples, but we're not all like that, you know? Don't worry, Nick. I'll still root for you, no matter how morally bankrupt you become. Thanks a bunch, Maya. Mr. Emus wasn't at the Inner Sanctum, or more precisely, couldn't get there. I don't see a way out of this. Yeah, these kinds of debates only get worse if you argue them the wrong way. I'll have to pry some conclusive testimony out of him and then present some evidence. Like when you're trying to catch frogs from a pond. Once you've got a grip on one, you'd better hold on tight. Right, something like that. Okay. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich jetzt da schon den Widerspruch präsentieren muss. Ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt präsentieren muss. Ich weiß genau, was vorgeht. Ich greife aber sowieso erstmal an. Ich kann aber auch nicht fliegen oder so. Hold it! You wouldn't need to flap your arms if you had some gear. As I have already stated, nothing of the sort was found in or around the scene of the crime. I'd sure like to see some of that so-called gear you're talking about. No, I know. But was there really nothing like that at the Inner Sanctum? What if there was something that could have been used as a parachute? I should give the evidence another look. Okay, das ist schön, dass das hinzugefügt wurde hier. You continue to claim that the witness was at the Inner Sanctum. Yet said claim shall remain but a claim without any supporting evidence, Mr. Wright. Yes, I realize that, Your Majesty. If I can't find any inconsistencies, guess I can always try to elicit some more testimony. Keine Ahnung, was das ist, aber halt noch mehr, noch die Testimony weiterzuführen und so. Egal, ich weiß ja, was ich tun muss. Das heißt, nämlich Phoenix nochmal schön gesagt, dass er nochmal in die Gerichtsakte gucken will, ob es nicht doch irgendein Hilfsmittel gibt, was eventuell als Fallschirm dienen kann. Genau, weil hier diese Aussage, das ist halt ein bisschen komisch. Ich kann aber nicht fliegen oder so. Weil ich meine, er kann ja nicht fliegen. So, Mister. Aber ja, Phoenix hat das durchs Angreifen klar gemacht, was ich präsentieren muss. Nämlich, ich muss sie nur finden. Hier sind sie, genau. Ja, die Flaggen, die zusammengenäht wurden. Die wurden am Tatort gefunden, direkt in der Nähe, nur ein bisschen außerhalb vom Vorhang. Und die könnte man als Fallschirm benutzen. Also ich jetzt nicht, aber er ist ja auch, weil er ist nämlich That's a Rebel. Er ist auch ein Fallschirmjäger gewesen, ehemals. Und deswegen, er kann sowas. Okay, damit. Objection! Objection! So, jetzt geht's gleich ab. Mr. Emus is right. He couldn't have skydived down there without any gear. Well now, finally come around, have you? Now you see that I couldn't have possibly been there at the Inner Sanctum. Right. If you didn't have any gear, that is. What on earth are you talking about? That overreaction is a dead giveaway that I'm on the right track. Take a look at this piece of evidence.
those are prayer flags, are they not? Yes, but they have been sewn together to create one big banner, a banner that could also function like a parachute. Pulkunka! Ich liebe Pulkunka, muss ich im Real Life auch sagen. The people of Kurayan are so used to seeing prayer flags that the police didn't even think twice about these flags during their investigation. No, this cannot be. The witness landed at the inner sanctum by using these prayer flags as a parachute. Is that not right, Mr. Emus? There's no way out. I'm surrounded. Ja, vielleicht ist es sogar übrigens so, fällt mir auch gerade auf, dass sein Gedächtnisverlust nur vorgetäuscht ist. Ich meine, er ist ja der Gefängnisausbrecher und er will nicht entdeckt werden. Vielleicht gibt er das sogar nur vor. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er wirklich sein Gedächtnis verloren hat, weil der verhält sich ja so komisch, einfach nur. Und vielleicht ist wirklich irgendwas schiefgegangen beim falschen Sprung und er hat sich doch den Kopf irgendwo angehauen oder irgendwie so, weiß ich nicht. Mr. Emus? All this talk shocked my memory. I guess I was there at the Inner Sanctum after all! As I suspected, there were three people there that night. You did it, Nick! You weren't wrong after all! Thanks? Mr. Emus, you were the one disguised as Lady Kira that night, weren't you? Oh, no way, no how! It's like this, oh yeah, I was only there at the Inner Sanctum by accident! By accident? Exactly! And that thing's not a parachute, it's a homemade paraglider. A paraglider? Are you telling me you could fly using that patchwork mass of material? It may not look like much, but it's as sturdy as can be. I rode the wind like an eagle going higher and higher from my earthly launching points. Ja. But then something happened that forced me to land at the Inner Sanctum. Er ist vom Boden aus losgeflogen mit so ein paar Flaggen, sagt er. So you just happened to land there. You expect me to believe that? No, no. Please calm yourself, Mr. Wright. However, the fact that the witness was at the Inner Sanctum is crucial testimony indeed. And it certainly warrants further explication. Therefore, let's continue with more testimony. Okay, noch mehr Aussagen von dem Kollegen. So, er ist von unten losgeflogen. Why I was at the Inner... Aber darüber erzählt er jetzt gar nicht mehr. Jetzt erzählt er uns, warum er beim inneren Heiligtum war. Also er hat gesagt, er ist von unten losgeflogen mit so ein paar Flaggen. und er ist dann durch die Gegend geflogen, was er gerne tut anscheinend, und hat dann beim Heiligtum irgendwas gesehen, beim Tatort. Wahrscheinlich halt den Mord, würde er jetzt gleich behaupten. Und ist deswegen dann gelandet. Das würde er jetzt wahrscheinlich gleich erzählen. That evening I was enjoying a trek through the night sky with my homemade paraglider. An diesem Abend habe ich einfach nur einen schönen Ritt durch die Luft genossen mit seinem selbstgemachten Paraglider. Ich weiß gar nicht, wie übersetzt man Paraglider. Gibt es auch im Deutschen, glaube ich, einfach, ne? Also kein Fallschirm. Paraglider ist doch so dieses spitz zulaufende Ding. Aber kann man damit, ich meine, wenn da wirklich enorm krasser Wind ist, kann man, glaube ich, ein bisschen an Höhe gewinnen. Aber vom Boden aus starten und 2000 Meter hoch ist das Ding, das ist eh schon kompletter Bullshit, glaube ich. Ich meine, er ist zwar ein Experte, weil er ist ja That's a Rebel, ein Fallschirmjäger. Aber das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich, aber glauben wir ihm mal. But just as Mount Pony Pony was drawing near, something terrible happened. Aber als er dann dem Berg Pony Pony näher kam, ist etwas Schreckliches passiert. An accident forced me to make an emergency landing at the Inner Sanctum. Ein Unfall hat ihn dazu gezwungen, eine Notlandung am inneren Heiligtum durchzuführen. Was für ein Unfall. As I landed, I banged my head, causing me to lose my memory. Und als er gelandet ist, hat er sich den Kopf angeschlagen, weswegen er sein Gedächtnis verloren hat. Wie gesagt, das kann ich mir sogar wirklich vorstellen, dass er mit diesen komischen Flaggen, wenn er von oben runtergesprungen ist vom Gefängnis, dass er wirklich sich den Kopf angeschlagen hat und sein Gedächtnis verloren hat. Vielleicht weiß er wirklich nicht mehr, dass er Death to Rebel ist. Kann sein. Aber ist es egal, weil er ist auf jeden Fall von oben gekommen vom Gefängnis und er ist Death to Rebel. So you see, I ended up at the Inner Sanctum purely by accident. Wie ihr alle sehen könnt, oder sie sehen können, wie auch immer, bin ich also beim inneren Heiligtum nur zufällig. Oder halt nur wegen dem Unfall vorbeigekommen. Aber was ist denn da jetzt genau passiert, überhaupt? Mr. Emus, you failed to mention any of this during your pre-trial questioning.
It can't be helped. I mean, I'm just remembering it now. Continue such slipshod testimony oder so, and you will be cast into the hell of hangnails. Where you shall have hangnails grown and ripped out for 800 million years. Hoo-ha! I think I'll pass on that. Looks like that court prosecutor sat Marty off guard. This is my chance to rip this case, his case to shreds. Mhm. So ist es. Ich finde seine kleinen Zuckungen, die er immer hat. Total lustig. Okay, warum er auf jeden Fall beim inneren Heiligtum war. Aber wir werden erst beim nächsten Mal hier angreifen. Denn ich würde erstmal sagen, das war's hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Ich bin gespannt, was dann hier jetzt noch genau rauskommen wird. Ich weiß jetzt ja auch nicht genau, wo jetzt da der Widerspruch ist. Ich glaube, da ist noch keiner. Weil das ist ja was ganz anderes, was er jetzt irgendwie erzählt. Ich will halt über den Unfall noch etwas. Er hat schon einen Unfall, Accident, ne? Also, bei Accident kann ja auch irgendwie so zufällig heißen, glaube ich. Aber hier schon, ja, an Accident. Okay, also es gab irgendeinen Unfall, irgendein Problem, weswegen er zwingend notlanden musste. Also irgendwas ist da schon passiert. Was genau wird mich interessieren? Und dann gucken wir mal, dass wir beweisen können, dass er dazu Rebel ist und dass er vom Gefängnis auskam. Dass er vielleicht wirklich sein Gedächtnis verloren hat und er gar nicht mehr weiß, dass er That's a Rebel ist. Kann sein, weiß ich nicht. Wir werden das schon noch herausfinden. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.